Grüß dich und willkommen zur 5. Folge 7 Days to Die Blutmond Roulette mit Permadeath hier auf dem Kanal B&A Zocken. Wir hatten ja in der letzten Folge die Blutnacht und haben die souverän hinter uns gebracht. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum nächsten Händler. Hab mir gedacht, ich nutze die Zeit, in der unser Händler eh noch nicht auf hat und mache mich auf den Weg. Haben ja auch noch eine vergrabene Vorräte-Quest zu erledigen. Und genau die machen wir jetzt direkt zu Anfang. Wir sind auch ganz in der Nähe, deswegen brauchen wir gar nicht mehr lange fahren. Und auch heute bin ich tatsächlich stimmlich noch ein bisschen angeschlagen. Seht's mir bitte nach. So, und da sind wir bei der Quest. Und ich parke gerade mal mein Fahrrad nebenhin. Wir werden ja eh gleich regelmäßig Besuch bekommen während der Quest. Ich packe ein paar Sachen hier rein, die wir vielleicht dann noch brauchen. Oh, die Pflastersteine habe ich noch hier. Ich habe natürlich auch meine Basis repariert. Sie haben tatsächlich die Zombies bedeutend weniger auf den Blöcken zum Hochgehen rumgeschlagen, als ich dachte. Was mich natürlich sehr freut. Man hat hier diesen Kreis und alle paar Blöcke, ich glaube 10, 15 Blöcke, die man abbaut, wird dieser Kreis enger, um einem zu zeigen, wo unterirdisch der Schatz ist. Dann graben wir uns doch mal rein. Die Kiste ist meistens in so einer Tiefe von 2 bis 3 Blöcken, also normalerweise noch über der Steinschicht. Das ist halt am Anfang eine ganz gute Quest eigentlich, weil man braucht halt eh den Lehm für die Schmiede. Oh, wir haben die Kiste gefunden. Jetzt haben wir ein bisschen Essen und jetzt müssen wir raus, weil jetzt haben wir Besuch. Ein paar Leute haben sich gefunden, um uns zu besuchen. Hier ist jetzt auch so, die wissen, wo man ist. Das heißt, hier kann man nicht rumschleichen oder verstecken oder auf Schleichschaden hoffen. Das ist quasi wie ein Blutmond, nur dass sie halt nicht rennen, weil es Tag ist. Und dass keine mehr nachspawnen, sobald die down sind. Die war sauer. Und da haben wir den letzten noch. Alle verarztet. Ich hole mir noch schnell hier diesen Baumstamm und dann geht es weiter Richtung Norden. Wo habe ich mein Fahrrad hin? Hier. Ach ja, was haben wir eigentlich gefunden unten drin? Ein bisschen Nahrung, ein bisschen Trinken und selbstverständlich ein tolles Rezept für Pilzsamen. Und dann fahren wir mal weiter in den Norden. Ich bin auch gespannt, ob wir jetzt auf Schnee oder auf Wüste stoßen. Und es ist die Wüste offensichtlich. Wüste hat gewonnen. Ist auch ganz okay, ist ja auch der Bereich mit dem zweitniedrigsten Game Stage quasi, mit dem Loot Stage. Die Reihenfolge ist ja Grasland, Wüste, Schnee und ganz am Ende das Wasteland. Ah, wir haben heißes Wetter, ich habe mir das fast gedacht. Deswegen nehme ich mir jetzt den Cowboy-Mod hier raus und werde mir diesen auch aufsetzen. Glücklicherweise habe ich dran gedacht. Hier ist ein Auto gerade mitten in der Wüste. Ich werde mal reingucken. Vielleicht ist ja was Schönes drin. Wie gesagt, der Loot Stage hier in der Wüste ist höher. Und das bedeutet, dass hier für gewöhnlich auch bessere Sachen spawnen. Hier oben haben wir aber auch die Geier. Das ist das nächste Problem, ein bisschen in der Wüste. Man hat die Geier. Die werde ich mit dem Bogen wahrscheinlich eh kaum treffen. Und gar nicht aus vollem Flug. Ich werde mal weitermachen. Sobald er dann runterkommt, hoffe ich, dass ich ihn erwische mit der Schrotflinte. Wir haben auch eine schöne Stadt. Weiß gar nicht, ob es hier Hochhäuser gibt. Werden wir gleich sehen. Links ist auch noch eine Stadt. Ich glaube nicht, dass die Städte jetzt direkt zusammengehören. Ah, das war schlecht. Da habe ich mich zu sehr umgeguckt. Da ist noch ein Geier. Aber soweit ich gucken kann, nur Wüste. Ich habe leider jetzt auch meine Pistole vergessen. Und habe nur meine Schrotflinte dabei, die für Geier jetzt natürlich nicht mega geeignet ist. So, gehen wir hier gerade mal rein. Bauplan Chemiestation. Unten Antibiotika. Ich bin ja im 7. Himmel. Das bedeutet, ich muss nichts in diesen Skill Chemiker reinsetzen, weil ansonsten bräuchte ich das natürlich, um mir die Chemiestation freizuschalten. Wobei man natürlich auch sagen muss, der Skill ist auch ganz gut für den Ersilbeverband. Den kann ich noch nicht, also wenn ich den nicht irgendwann doch kann, dann müsste ich den doch skillen, den Skill. Ich hoffe es einfach nicht. Ansonsten geht es hier noch ein bisschen durch. Hier haben wir die Werkbank.
Fahrradlenker. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Hier finde ich den Fahrradlenker. Na gut, aber ich brauche doch das Fahrrad, um herzukommen. Unfallfrei, muss man auch sagen. So, was haben wir hier oben noch irgendwas? Ich glaube, bei dem Händler war oben nicht mehr, oder? Nein. Oh, hier sind Geier ohne Ende. Das ist mir massiv unsympathisch. Hier haben wir noch ein bisschen Müll, noch einen zerstörten Zementmischer und dann haben wir, glaube ich, auch alles durch. Dann gehen wir mal rein. Und gucken, was sie so im Angebot hat. Moin, Shen! Darf ich dein Inventar sehen? So, hier verkaufen wir ein bisschen was. Ich guck mal, was sie hat. Nachtsichtbrille kann ich mir leisten, aber will ich mir nicht leisten erstmal. Ansonsten hat sie irgendwas Interessantes. Bisher nein. Die nerdige Brille. Das ist natürlich eine richtig feine Geschichte. Eiserne Armbrust. Ansonsten hat sie ein paar Mods. Ich guck mal, ob draußen im Automat es vielleicht was Interessantes gibt, weil es gibt leider keinen Zuckerhintern, weil diese Brille wäre halt schon der Hammer, ne? Das muss man schon sagen. Ansonsten haben wir hier Altstoffertrag, Nahkampfschaden, das ist vielleicht ganz gut. Bergbauertrag ist auch gut. Und ansonsten, wenn wir den Rest hier erstmal nicht brauchen, ja, wobei doch den einen Kaffee nehme ich mir mal mit. Ich werde mir die Brille kaufen. So, also nerdige Brille kaufen. Hat ja auch den riesen Vorteil, diese Brille, dass ich Intelligenz erhöhen kann. Das heißt, ich spare mir Punkte für die Intelligenzerhöhung und dadurch kriegt man eventuell hier relativ einfach den wagemutigen Abenteurer. Einfach in Anführungszeichen. Ich brauche nur Intelligenz 7 und dann kann ich mir den freischalten. Solange ich die Brille aufhabe, bekomme ich zwei Sachen aus Quests und das bin ich sehr, sehr gerne dabei bei sowas. Gut, dann haben wir hier eigentlich gemacht, was wir wollten. Nicht zu schweigen von den EP natürlich, ne, die man mehr bekommt. Aber können wir für die noch irgendwas Sinnvolles machen? Beseitige Zombies in 165 Meter, dann machen wir das schnell. Wir haben jetzt noch so früh, dass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was machen können. Dann fahren wir mal schnell zur Quest. Da ist ja jemand. Eieieiei. Muss auch sagen, hier gibt es halt auch überall Yucca. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Kakteen hier Yucca geben, aber auch Pflanzenfasern. Es ist auch leicht zu übersehen. Ist auch in der Wüste eine gute Sache, wenn man unbedingt Pflanzenfasern zum Beispiel für Rohbomben braucht und nicht einfach nur auf dem Boden drum rumschlagen will. Kakteen sind eine gute Sache. Gut, wir starten die Quest. Gucken nochmal in den Briefkasten natürlich. Ihr wisst ja, ich kann an keinem Briefkasten vorbeigehen, zumindest meistens nicht. Es war, glaube ich, das Haus, wo der Hauptloot da drüben drin ist. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich muss ja eh alles säubern, deswegen gehe ich mal den normalen Weg. Und sage erstmal guten Tag, ihr lieben Leute. Da ist ein Mo drin. Links ist auch noch einer drin, wie es aussieht. Jawohl. Die will ich auch erst noch schnell anschließen, bevor ich mich um den Mo kümmere. Einmal. Zweimal. Man sieht schon 440 EP jetzt pro Feind und nicht mehr nur 400. Also das macht sich auf Dauer schon sehr bemerkbar. Hier finde ich den Bauplan fürs Fahrradfahrwerk. Okay, da haben wir ein bisschen Geld. Ist irgendwo eine? Ach, da hinten drin, okay. Ich mache dir mal die Tür auf, weil ich so freundlich bin. Und hauen natürlich den Kopf weg. Jetzt haben wir hier nichts. Das ist ja tragisch. Nahrungsstapel. Sehr schön. Ja, hier finden wir natürlich nur den typischen, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen, Schrott, den man in der Küche in dem Spiel so findet. Zwei Kaffee. Da würde ich mich doch mal bereit erklären, da einen zu trinken. Und weiter geht's. Okay, hier. Medizinschrank. Eine nutzlose Bandage leider. So, wie sieht's hier aus? Ist hier hinter was? Ja, medizinische Vorräte. Das freut mich. Aber wieder nur so ein Verband und ein Blutbeutel. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir doch garantiert rechts einen Schrank, oder? Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Nee, eine Tür. Hier hinter ist auch nichts.
Okay. Also hier ist auf jeden Fall jemand drin, das kann mir keiner erzählen. Ja, da oben. Oh, und unten auch noch. Gut, dass er sich angekündigt hat. Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Hier haben wir ein bisschen Jeans für euch. Was haben wir gerade an eigentlich? Eine Jeans, aber die ist halt ein bisschen schlechter. Ich verstehe. Okay. Noch eine Jeans, die ist sogar schlechter jetzt wieder. Und den Rock können wir eigentlich auch zerlegen. Einen Farbstoff werde ich mir behalten. Das hängt daran, dass ich mir einen Rucksack hier noch machen will. Und der braucht orangen oder blauen Farbstoff. Den besseren Rucksack von diesem Mod. Oh, das ist natürlich nice. Statt ein T-Shirt, dieses Militärrüstungsteil. Die haben super Werte. Das sind eigentlich mit die besten Kleidungsstücke in dem Spiel. So, gucken wir mal. Haben wir hier jemanden? Nein, hier geht es aber nach oben. Das ist okay. Das machen wir auch direkt. Nachdem wir diesen Mülleimer gecheckt haben. Shorts. Auch die zerlegen wir. Was hier oben auf uns wartet. Erstmal Zement- und Pflastersteine. Und ich fange schon mal an zu essen, weil ich sehe gerade, dass meine Nahrung ein wenig nach unten geht. Einen. Dann ist noch einer. Dann schießen wir auch mal in die Bobbes. So. Kopfkarton, was hast du für uns? Oh, der Kamerad kommt aber schnell an. Hier ist doch garantiert noch jemand. Wahrscheinlich dann erst im Nebenraum. Das heißt, ich werde hier erstmal alles abbauen. Hier ist niemand mehr? Ich bin ja begeistert. Na gut, dann sacken wir uns ein, was wir da haben. Schwarzer Farbstoff. Nehmen wir eine schwarze Axt. Axt, schwarz ist gut. So. Es sieht teilweise wirklich lustig aus. Aber wie ich es gesagt habe, es ist tatsächlich drüben in der Garage. Und ich habe es auch schon aufgeweckt. Dann würde ich doch sagen, ich helfe denen mal hier die Tür zu öffnen. Einmal und... Wow, da hinten kommt ein Irmgard. Aber das ist noch alles gechillt. Solange man weiß, dass sie da sind, ist das ja nicht das Problem. Nur wenn sie einen überraschen, kann es immer ein bisschen unangenehm werden. Der ist gerade, also der ist ein bisschen durcheinander, glaube ich. Also der hat im Endeffekt dann vielleicht doch nicht gemerkt, dass ich da bin. Einmal und zweimal und dreimal. So, die Quest ist auf jeden Fall durch. Ich werde hier drin noch ein bisschen abbauen. Diese Steine sind auch ganz gut. Ich meine, 50 Steine für 4 Schläge, das ist eigentlich ein ganz guter Deal. Wieder Blutbeutel. In der Holztruhe haben wir Dreierstoffstiefel dieses Mal. Dann nehmen wir doch die Dreier einfach. Zerlegen die Zweier, das können wir essen. Den Rest zacken wir ein. Und die öffnen wir auch noch. Das war lustig. Der hat gerade mit der Schippe so zugeschlagen, als ob es eine Axt wäre. Savage Country Box. Tagebuch des Jägers verursachen mehr Schaden an Hirschen. Das ist auch nicht verkehrt. Dann würde ich sagen, wir schwingen uns aufs Fahrrad und sehen uns beim Händler wieder, nachdem wir hier das Tor aufgemacht haben. Oh, hier haben wir auch ein Wasserloch. Also, See. Ein nicht verbuggter See. Das freut mich sehr, das mal wieder zu sehen. Weil die meisten Seen sehen ja doch eher, naja, mit interessant sind sie gut bezeichnet, wie die aussehen. Massive Bugs in der Wassergeneration. Soll in Alpha 21 aber verbessert werden, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Soll die Wassergenerierung neu sein. Es soll zwar auch nicht so sein, dass es dann das Wasser fließt wie in Minecraft oder so, aber es soll nicht mehr diese Bugs geben. Der Kojote, den mache ich noch schnell. Ah nein, jetzt haut er ab, das war schlecht. Komm doch her. Nein. Ja, der kommt auch gleich wieder. Da ist er, ja. Und da sind wir doch beim Händler. Geben die Quest ab, gucken, dass wir zurückkommen. Ja, ich nehme die Munition. Verkaufen wir hier noch ein bisschen was. Bogenteil, das Geld. Ich würde sagen, ich fahre mal zurück, gebe bei dem anderen Händler die Quest ab. Denn wir wollen ja da auch mal die Level 2 Quests uns jetzt angucken. Mit denen werden wir ein gutes Stück weiterkommen, denke ich mal. Und wir sind wieder bei unserem Heimathändler. Ich werde gerade mal die Quest abgeben und schauen wir doch mal natürlich, welche Quests er dann noch für uns hat.
die erste Stufe 2 Quest. Ich bin gespannt. Und wir bekommen... Oh, der ist sehr schön. Das ist cool. Ich habe noch keinen beschwerten Kopfmod. Ich werde mir den nehmen, denn der gibt mir eine höhere Chance, meine Opfer zu betäuben. Auch mit dem Vorschlaghammer. Und wir haben hier 119 Meter nördlich direkt eine Quest. Ich gucke mir gerade die anderen nochmal an. Nordwestlich ein Haus Old Victorian. Das werde ich jetzt mal nehmen einfach. Ich werde mich jetzt mal aufmachen in Richtung der Quest. Die ist ja nicht weit weg. Und 16 Uhr, das dürften wir vielleicht sogar noch schaffen. Beim Haus angekommen, gleich mal natürlich in den Briefkasten gucken und ein Buch, das wir noch nicht haben. Das ist schön. Ich werde diesen Smoothie direkt mal nehmen und werde hier nämlich ein paar Dinge ablegen. Außerdem gebe ich natürlich noch den beschwerten Kopfmod hier rein. Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich irgendwie einen Schluck oder einen Klammermod oder sowas bekomme. Das wäre natürlich klasse. Und ich fahre mal hinter zum Questbeginn, der in dem Haus im Keller liegt. Dann legen wir los. Da sitzt direkt eine. Ja, das ist ja lustig, dass man da nicht durchschießen kann. Genauso wie, dass man nicht durch die Türen durchschießen kann, die Löcher haben. Das soll in der Alpha 21 übrigens auch gebessert werden. Ist aber auch ein bisschen lächerlich, wenn wir ehrlich sind. Einmal Pflastersteine. Einmal Zement. Da oben haben wir eine Kiste. Poppenpilz. Nochmal Vitamine. Hier sind nochmal medizinische Vorräte. Ja gut, die Schiene. Unten Schmerzmittel. Trinkwasserbehälter. Nur trübes Wasser. Okay. Hier haben wir nochmal Medizin. Ein Verbandskasten, das ist nett. Blei können wir zerlegen. Das würde ich auch zerlegen. Das würde ich direkt benutzen. Ach nein, ich hatte mich ja schon geheilt. Ich dachte, ich hätte noch wegen den Kakteen, in die ich reingelaufen bin, Probleme. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Garantiert ein Hund. Ich werde kurz eine Klappe bauen. Meine geliebte Taktik anwenden, weil mir das ein bisschen zu gefährlich ist, wenn da wirklich ein Hund ist. Dass ich da jetzt einfach sinnfrei reinrenne. Okay, noch höre ich nichts. Aber jetzt. Lustig. Ich habe tatsächlich Vorbereitung getroffen. Genau extra für dich. Und dann haben wir ihn auch. Den zweiten auch. Und kann man ja für Leder gut abbauen. Ist immer schön, dass die Entwickler im Endeffekt dann doch hier überall diese Warnungen aufgebaut haben, indem sie diese Hundeboxen hierher haben. Warum hat's gemacht? Hier ist auch eine Warnung, weil gerne mal, wenn man das hier so sieht, diese offenen, dann sind da auch Schlangen. Nicht immer, aber gerne. Da sollte man auch dann die Augen offen halten. Ein Rucksack. Ja gut, eine Skibrille. Wir haben eigentlich schon eine. Die können wir dann im Endeffekt verkaufen. Ich würde auch mal versuchen, den Schrank jetzt zu knacken. Na, zwei Dietrich hat es gebraucht. Ich dachte, ich brauche mehr. Hier der Knochenmesser kann ich direkt zerlegen. Ein paar Stahlsperrteile, Raketenwerferteile. Und dann geht's mal weiter nach oben. Dieser Müll ist ja quasi nur da, damit wir als Spieler drüber laufen und die Feinde pullen. Weil ich sagen muss, dass hier gar keine sind. Komisch. Aber dann loote ich schnell. Da haben wir wahrscheinlich Feinde drin. Jawohl, einen zumindest. Der ging daneben. Gucken, ob wir ihn... Nein. Dann halt so, mein Freund. Wenn du anders nicht willst. Und ein Bücherregal. Okay, Bauplan Jagdgewehr nehmen wir gerne mit. Den Spearhunter. Würde auch mal noch einen Kaffee trinken. Und für die Ausdauer einfach, falls ich gleich in eine Situation komme, die ich nicht kommen will.
Was ja nicht unwahrscheinlich ist. Da haben wir eine Irmgard. Und die haben wir beide weg. Hier noch irgendwas? Nein, können wir schnell looten. Wieder eine Chance auf eine Pistole? Wieder nicht. Ja, ja. Flo sagt wie immer nein, ne? Hier sind auch Minen, da muss ich aufpassen. So ein Ranger-Buch noch. Sonst hier aber auch nichts Interessantes. Gibt's hier einen Geier? Ne, scheinbar nicht. Noch mehr Bücherregale. Aloe Vera haben, das passt sich ganz gut. Hab ja ein bisschen Aloe mitgenommen. Noch ein Cowboy-Mod. Warum auch nicht? So, schauen wir mal kurz. Das können wir noch zerlegen und jetzt werden wir wahrscheinlich hier ein bisschen endkampfmäßig haben. Er ist fast in die Minen gelaufen. Und nochmal alter Müll. Ja, gut, ein bisschen Blei. Okay, geht noch einmal nach oben. Okay, der Raum scheint safe zu sein. Hier geht es dann weiter. Schnell abbauen, die Pflastersteine. Okay. Drei Gegner, alle normal. Keine Probleme. Der war schlecht. Gehen wir nach unten. Der gibt mir Loot, das ist schön. Eine 4er Eisenschaufel, die nehme ich normal sofort gern. Und die ist auch noch besser als die alte. Das ist schön. Das Rindfleisch essen wir gleich. So, hier haben wir dafür noch ein bisschen Pflastersteine. Hier ist dann wahrscheinlich gleich der letzte. Hier haben wir aber noch ein bisschen Müll. Nägel, den gut. Bauplan, Magazinvergrößerungsmod nehmen wir auch gerne. Also ist garantiert noch einer. Oder auch nicht. Hier nehme ich gerade oben rechts, dass die Quest abgeschlossen ist. Da hätte ich auch mal vorher drauf achten können. Ich loot mal eben. Einmal Working Stiff. Einmal Shotgun Messiah. Ein Penner-Eintopf und Yucca-Saft. Den Yucca-Saft trinke ich direkt mal. Die Waffentasche. Munition. Schießpulver und Eisenpfeile. Was haben wir hier so Feines? Gut, den Stoffbrustpanzer, den kann ich nicht gebrauchen. Das esse ich auch direkt und den Rest packe ich mal ein. Pflasterstein und zu guter Letzt noch die Elektronikkiste. Drei Baupläne, beziehungsweise ein Buch und zwei Baupläne. Ja gut, die kann man eigentlich zerlegen. Ansonsten glaube ich, passt das und ich gehe mal zum Fahrrad zurück. Gehe mal kurz in die Garage hier rein. Und eine Baustelle. Oh, das hat sich gelohnt. Geschmiedeter Stahl. Das hat sich wirklich gelohnt. Bau noch kurz den Zement ab und dann geht's weiter. So, ich bin beim Händler angelangt. Ich werde jetzt die Quest abgeben und werde dann direkt nach Hause. Ich plane, die Pflastersteine zu verbauen, ein Stück weit zumindest, dass ich da oben das ein bisschen einbaue. Grüß dich. Ein Holzbogen, Eisenstiefel. Ich würde den Holzbogen nehmen, einfach nur. Auch wenn es nur ein Zweier ist, weil der massivst viel besser ist als der andere. Und dann mache ich das hier noch Südwesten. Das ist nämlich eh unsere Richtung. So, wir verkaufen ihm noch ein bisschen was. Und zu guter Letzt geben wir ihm noch das Bogenschießen für Ranger von da unten. Jawohl, du machst gleich zu, ich weiß. So, dann geht's mal in Richtung Heimat. Und da sind wir daheim angekommen. Ich werde direkt natürlich anfangen, ein bisschen Zeug abzuladen, ein bisschen einzusortieren. Mache dann auch noch das Fahrrad leer. Und werde dann hier selbstverständlich auch die Nacht in aller Ruhe verbringen. Ich denke mal nicht, dass viel passiert. Ach, wirklich? Na, scheinbar habe ich heute schon noch ein bisschen mehr Besuch. Irgendwas schreit hier, scheint ein Spinnenzombie zu sein. Ich wollte eigentlich gerade anfangen und die Folge abmoderieren sozusagen. Naja, da ist tatsächlich ein Spinni dabei. Ich warte noch mal ein bisschen, bis er höher ist und dann knalle ich ihn weg. Wow. Okay, das war schlecht. Aber die haben ja zum Glück nicht so viel Leben.
Ja, in dem Fall schon. Ich hab's aber überlebt. Das war nochmal deutlich knapper, als ich es gebraucht hätte jetzt tatsächlich. Viel, viel knapper. Viel knapper. Aber ich habe es überlebt. Was doch so abends dann noch passieren kann, ne? Ich mache jetzt mal schnell wieder zu, bevor der andere auch noch durchläuft. Problem ist, dass der Robotikhammer leider nur dann funktioniert, wenn ich in der Nähe bin. Aber das hat mir jetzt ziemlich übel zugesetzt. Ich dachte jetzt nicht, dass er so Probleme macht. Sonst wäre ich nicht so riskant vorgegangen. Aber es war jetzt doch ein bisschen problematischer als gedacht. Die ist ja auch Feral, oder? Ja, die war Feral. Was denn hier los, ey? Das ist ja hoher Besuch vom Allerfeind. Das ist hier eine ausgewachsene Horde jetzt hier, was hier abgeht. Oder ich ziehe halt immer wieder mehr an. War immer noch nicht der Letzte. Junge, Junge, Junge. Also damit hätte ich jetzt im Leben nicht gerechnet, dass es hier jetzt nochmal so abgeht. Ja, einer ist noch da. Da unten ist aber trotzdem noch ein weiterer. Also es ist ja Wahnsinn, was hier gerade abgeht. So, das war jetzt aber der letzte. So, zum Thema abmoderieren, ne? Das wäre es fast gewesen mit dem Spinnenzombie. Ich werde mich mal verarzten. Ich nehme jetzt hier das Nezet und nehme mir mal die Wunde zu. Nehme den einen Honig, den ich habe. Oh, oder einen der beiden Honige, die ich habe. Und werde dann gucken, dass ich mich noch ein bisschen hochheilen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, besonders die Action am Ende jetzt nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blutmondroulette, Permadeath. Und bis dahin, lasst euch nicht ärgern, macht's gut.